Querdenken Sie Mainz 3 Heilbronn. Wir sind heute am 11. Oktober 2020 hier am Kiansplatz wieder und aus dem weiten Norden kommt der Herr Thomas Wippesal, Sprecher von Kritische Polizisten. Erstmal vielen Dank, dass Sie den weiten Weg auf sich gemacht haben hier nach Heilbronn. Gerne, Herr Steng. Gut, jetzt ist die Frage, wir haben ja hier einen Profi an der Hand, wenn es darum geht, um die Remonstrationspflicht. Ja, und ich habe jetzt auch vor kurzem wieder ein Interview gehört aus der Demo in München im September, wo ein pensionierter Polizist sich dazu geäußert hat, dass momentan die Remonstration in der Form relativ ausgehöhlt ist. Also man kann nicht einfach was sagen und dann geht normal der Dienst weiter, sondern man ist am nächsten Tag suspendiert. Richtig? Nicht so absolut, aber genau diese Methode findet immer wieder statt. Und dass sie überhaupt nur einmal stattfindet, ist bereits ein Skandal. Also dieses Institut der Remonstration ist eigentlich eine sehr kluge Sache vom Gesetzgeber, in den Beamtengesetzen geregelt, dass Beamte eben, wenn sie rechtswidrige Anordnungen ausführen sollen, dem Vorgesetzten die Pflicht sogar gegenüber haben, sich zu äußern, pass mal auf, ich finde, wir machen hier einen großen Fehler. Ich halte es sogar für rechtswidrig. Und wenn der Vorgesetzte das dann genauso sieht, man kann ja begründen und argumentieren, wenn die Kommunikation funktioniert, dann kann der Vorgesetzte sagen, okay, wir machen es anders. Dann ist dem remonstrierenden Beamten abgeholfen. Wenn der Vorgesetzte aber sagt, nein, ich sehe das nach wie vor so, dann muss der Beamte den Befehl ausführen oder er entscheidet sich, den nächsthöheren Vorgesetzten anzusprechen, möglichst schriftlich. Wenn der dann ebenfalls sagt, ich bleibe bei der Entscheidung deines Vorgesetzten, wir machen die Maßnahme so wie ursprünglich angeordnet, dann muss der Beamte die Maßnahme ausführen, ist aber strafrechtlich oder auch in anderer rechtlicher Hinsicht freigestellt. So, verstehen Sie, das ist schon sehr kompliziert für Beamte des mittleren Dienstes, manchmal kaum zu verstehen und irgendwie ganz schwierig zu handhaben. Aber wer mit der Sprache umgehen kann, kann das sehr gut tun. Faktisch ist es tatsächlich so, dass die allerwenigsten Beamte das machen. Selbst bei Großeinsatzlagen, die auch nachträglich als rechtswidrig von Gerichten deklariert sind, gibt es in der Regel nicht einen einzigen Polizeibeamten, der remonstriert hätte. Von daher bringt diese Tatsache, das gilt für alle großen Lagen, G20-Gipfel in Hamburg, unseren Gründungsanlass, der Hamburger Polizeikessel auf dem Heiligen Geistfeld und. Oder jetzt auch am Reichstag dieser Spuk oder vor der russischen Botschaft die Einzelübergriffe durch Polizeieinheiten. Da gab es nicht eine Remonstration. Das zeigt also, entweder ist der Chorgeist so stark ausgeprägt und der Kadavergehorsam in den Polizeien inzwischen, oder alle wissen, vielleicht ist es auch eine Mischung, wenn ich es mache, bringt sowieso nichts. Also vom Ergebnis hat der Beamte da in Bayern vollkommen recht. Es ist ausgehöhlt und es gehört reaktiviert und wiederbelebt. Also eine Wiederauferstehung zum nächsten Ostern oder so. Ja. Wie könnte man das verbessern, dass der Remonstrationspflicht, die jetzt gerade läuft, wie wäre das zu verbessern in der Form, wie es jetzt gerade nicht läuft? Indem die Vorgesetzten und vorneweg die Landesinnenminister so etwas auch möglichst öffentlich, zumindest intern für ihre Polizeibeamtinnen, kundtun, dass man das aktiv unterstützen will. Wir erleben zurzeit das Gegenteil. Nochmals dieses Beispiel dieses Bundespolizisten aus dem August dieses Jahres, Markus Schöffler aus der Kriminalinspektion Köln, Bundespolizei. Ein Tag, nachdem er remonstriert hat, wurde er vorläufig suspendiert. Also krasser geht es gar nicht. Also man kann es noch schneller machen am gleichen Tag. Aber es ist so klar, welche Signale in die Mannschaften gesendet werden, dass das im Grunde die spiegelbildliche Antwort auf Ihre Frage ist. Also so genau nicht, andersrum.
der Mann wird, auch die ganze Remonstration von ihm, wird überhaupt nicht so bearbeitet, wie das nach den Gesetzen vorgesehen ist. Also er soll schriftlichen Bescheid bekommen, warum nicht, und so hat er bis heute nicht nach meinem Kenntnisstand, sondern er hat nur die Begründung, warum er vorläufig suspendiert ist. Und diese Begründung ist eine Peinlichkeit für jeden Verwaltungsrechtler. Ja, meine Info ist auch die, wenn jemand remonstriert, ist er am nächsten Tag nicht mehr dort, wo er normalerweise an seinem Arbeitsplatz ist. Also das kann ja nicht gerade Sinn der Remonstration sein, dass es so funktioniert, wie jetzt gerade gehandhabt wird. Richtig, das ist ein Element, wodurch diese ja eigentlich lebendige, zivilgesellschaftlich durch Engagement geprägte Demokratie vernünftige Ergebnisse produzieren soll, wodurch das alles erstickt wird. Und das hat wirklich ganz viel mit dieser Bundeskanzlerin zu tun, diese Politikberaterin, wir müssen ja nicht immer alles selbst erfinden, Professor Dr. Gertrud Höhler, die auch den Bundeskanzler Kohl ja ebenfalls CDU beraten hat, hat bereits nach 3 oder 4 Jahren der Kanzlerschaft dieser Frau Dr. Merkel zum Ausdruck gebracht, dass diese Frau mit ihrer Technik, mit ihren Methoden Mehltau über unser Land legt. Weil es werden keine Konflikte mehr diskutiert, ausgetragen, sondern sie macht immer irgendwelche Gipfel, Bildungsgipfel, Gesundheitsgipfel. Oder das ist alte DDR-Schule. Und dann haben alle erstmal den Eindruck, ey, die sind ja aktiv, die machen, aber da kommt nichts raus. Wenn man ein halbes Jahr oder anderthalb Jahre später nachfragt, stellt man fest, Totentanz. Und sie ist eben, sie kann nicht anders. Die Frau ist ja bemitleidenswert gerade nach, weil sie nur so dieses Vorgehen gelernt hat. Sie kann nicht diese Konflikte offen austragen. Sie wartet ab, bis erkennbar ist, wo die Mehrheiten sind. Sie macht Politikentscheidungen nach Demoskopie. Ja, der Herr Seehofer ist ja da eigentlich auch nicht besser. Da gab es das Thema mit dem Bundesinnenministerium, wo dieses Risikopapier veröffentlicht wurde. Und anstatt dem Mitarbeiter den Rücken zu stärken, hat er ihn dann auch suspendiert. Also er ist eigentlich geht in die gleiche Schiene. An der Stelle, wenn wir die Remonstration jetzt isoliert diskutieren, haben Sie zu 100% recht. Das kann ja nicht anders sein, wenn wir auf der anderen Seite sagen, dass dieses Recht komplett getunnelt ist, ausgehöhlt ist. Gleichzeitig ist der Seehofer, ich kenne auch den Herrn persönlich, also auch noch als Bundesgesundheitsminister und aus anderen Situationen, ist er noch jemand, der, also wir werden von Feiglingen und Opportunisten regiert. Er ist kein Feigling und Opportunist. Das hat er bei der Flüchtlingskrise bewiesen, dass er über die Grenzen dessen hinausgegangen, was die öffentliche Meinung noch verkraften konnte. Und auch Frau Merkel teilweise. Wir kennen ja die Bilder. Also Seehofer, wie man so sagt, hat einen Arsch in der Hose. Und das ist noch geradezu wohltuend. Das sage ich als linksliberal verordneter ehemaliger grüner Abgeordneter. Das ist wirklich so. Also solche Charaktere brauchen wir mehr in der Politik. Aber dann möglichst überall, nicht nur bei der CSU. Gut. Wissen Sie dann, warum er da eingebrochen ist und den Mitarbeiter nicht geschützt hat? Das ist der Mainstream. In dem Moment, wo er an der Stelle die Mitarbeiter geschützt hätte, hätte das aus der Warte des Stabs im Innenministerium so eine Art Dammbruch bedeuten können, sage ich extra im Konjunktiv. Das ist natürlich Unsinn. Sie müssen sich, oder ich rate Ihnen, sich zu vergegenwärtigen, im Bundesinnenministerium sitzen die Betonköpfe. Da geht es immer ziemlich knüppelig zu. Da ist ja nicht nur das Bundesverfassungsschutz, Bundespolizei, Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassung, also diese ganzen Sicherheitsorgane auf Bundesebene angesiedelt, sondern die können gar nicht anders. Die haben auch jetzt schon Konzeptpapiere in den Schubläden, die weitere Restriktionen vorsehen. Auch die Diskussion zu dem Papier, das ja von der Bundesregierung in Auftrag gegeben worden ist, an das Robert Koch
Institut von 2011, das anschließend auch im Deutschen Bundestag diskutiert wurde. Also was machen wir, wo sind Defizite in dem Fall, dass eine Pandemie bei uns eintritt? Diese Defizite sind da alle klar definiert. Sie wurden auch diskutiert im Plenum. Und diese Bundesregierung unter dieser Mutti hat nichts geheilt. Aber das ist vor allem die Zuständigkeit des Bundesinnenministeriums, auch wenn das eigentliche Fachressort das Gesundheitsministerium ist. Und egal welches Ressort die originäre oder sekundäre Zuständigkeit hat, Mutti zieht alles an sich, wenn sie es für opportun hält. Das hat sie getan. Also sie hat deswegen ja sie hat die Gesamtverantwortung für die Politik in ihrer Ägide und entzieht sich ständig dieser Verantwortung. Hier auch. Sie schickt den jungen Spahn ständig in die Bütt oder auf Bundespressekonferenzen. Der Junge übt, der macht Politik im Corona-Bereich und nicht nur da. Auf Zuruf, Corona-Bereich von RKI, das ist ja eine Bundeseinrichtung, die liefern die Stichworte, damit der Bevölkerung suggeriert werden kann, dass die Bundesregierung jetzt gerade die richtigen Maßnahmen hat. Also eine Woche keine Masken, drei Wochen später Masken und so ging das ja laufend über die ganzen Monate. Also da zieht sie sich dann zurück und verheizt den jungen Spahn, der jetzt ja auch schon in der Kanzlerkandidatur über die Corona-Aktivitäten sich quasi in die zweite oder dritte Reihe gestellt hat. Diese Politikmethode Merkel ist demokratieschädlich. Das merken Sie ja an eigenen. Ja, das Gefühl habe ich zumindest auch, ja. Aber Sie können es sehr gut ausdrücken, auf jeden Fall. Das gefällt mir, dass Sie so klare Worte finden. Und dafür bedanke ich mich und ich bedanke mich auch sehr, dass Sie heute hier in Heilbronn waren. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute, machen Sie so weiter. Dankeschön, werde ich machen. Danke.